Ich darf Sie sehr, sehr herzlich im Namen der Landeshauptstadt Hannover in unserer Stadt begrüßen zu einem Treffen der Städte aus der Bundesrepublik Deutschland, die das Programm zur Förderung der Solidarität der Städte mit dem Ziel der vollständigen Abschaffung aller Atomwaffen unterzeichnet hat. Es ist mit Sicherheit sehr zu begrüßen, dass inzwischen 65 Städte und Kreise aus der Bundesrepublik Deutschland diese Aktion mit unterstützen und dieser Solidaritätsgemeinschaft beigetreten sind. Ich freue mich darüber, dass insgesamt für heute und morgen 47 Städte zugesagt haben und Kreise zugesagt haben, hier nach Hannover zu kommen, um den wichtigen und notwendigen Erfahrungsaustausch zu haben und um darüber hinaus auch zu beraten, wie im Rahmen einer solchen Solidaritätsgemeinschaft eine Zusammenarbeit auch in den kommenden Jahren stattfinden kann. Das war ein Wunsch, gerade aus Städten, die Mitglied geworden waren, sich dann an Hannover wenden, weil Hannover die Partnerstadt von Hiroshima ist, dieses Programm in der Bundesrepublik Deutschland unterstützt hat, seit 1983, und Sie, die Städte, die Mitglied geworden sind, auch angeschrieben hat, mit der Bitte beizutreten. Wenn der ein oder andere Platz hier in unserem Ratssaal noch nicht besetzt ist, dann brauche ich, glaube ich, keine Erklärung abzugeben, woran das liegt. Das liegt nicht daran, dass diese Städte nicht kommen. Ihre Zeichnung, ihre Angst zum Ausdruck gebracht, aber auch ihre Hoffnung deutlich gemacht, ihre Vorstellung von einer friedlichen Welt, die sie als Ergebnis sich erhoffen, als Ergebnis der Verhandlungen und Gespräche der beiden Staaten. Ihre Hoffnung richteten sich auf die Begegnung in Genf vor fast 1,5 Jahren und auf die Gesprächsrunde in Reykjavik vor wenigen Monaten. Und sind darauf gerichtet, dass es trotz allem in absehbarer Zeit weitere Gespräche gibt, die dann hoffentlich erfolgreicher sein werden. Wenn Kinder sich mit einem solchen ernsten Thema befassen, dann meine ich, ist dieses sehr zu begrüßen. Und ich meine nicht das Engagement und Fantasie, aber auch Ängste der Kinder hierbei instrumentalisiert werden. Wenn es um die Vorstellungen und Wünsche vom zukünftigen Bild unserer Welt geht, wenn es darum geht, Voraussetzungen zu schaffen, dass Leben auf unserer Erde in der Zukunft überhaupt noch möglich ist, dann sind es eben auch die Kinder, vielleicht gerade die Kinder, deren Appelle, deren Bitten und Wünsche zählen, weil sie es sind, um deren Leben, um deren Zukunft es geht. Und wir haben auch zur Eröffnung dieser Ausstellung Kinder eingeladen, die Briefe geschrieben haben, damals 1,5 Jahren ganz spontan vor dem Genfer Treffen, und sie werden nachher ja bei der Ausstellungseröffnung draußen mit anwesend sein, ein Geld für die Kinder sprechen. Ich meine, meine Damen und Herren, unsere Aufgabe ist es, die Voraussetzung dafür zu schaffen, dass wir Ihnen, nämlich den Kindern, eine Welt übergeben können, in der Leben möglich ist. Deshalb freue ich mich, dass es im Zusammenhang mit der ersten Konferenz der Deutschen Solidaritätsstädte möglich ist, diese Auswahl der Kinderbriefe zu zeigen. Ich sehe darin nicht nur einen ansprechenden Rahmen für unsere Zusammenkunft, sondern ich meine auch, dass wir, die Städte, die sich dem Appell Hiroshimas und Nagasaki angeschlossen haben, dass wir uns dafür einsetzen sollten, dass die beiden wichtigsten Staatsmänner, Präsident Reagan und Generalsekretär Gorbatschow, die Briefe der Kinder zunächst einmal wirklich in Empfang nehmen, sodass sie den Kindern dann auch die Möglichkeit geben, ihre Wünsche vortragen zu können. Deshalb haben auch der Bürgermeister von Hiroshima, Herr Araki, und ich für diese Initiative die Schirmherrschaft übernommen, und wir freuen uns darüber, dass über 200.000 Briefe mittlerweile zusammengekommen sind. Und ich möchte Sie jetzt bitten, meine Damen und Herren, Ihre Aufmerksamkeit Herrn Jüssenfeld zu schenken, damit er uns berichten kann über die Aktion von Duisburg. Guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Ich freue mich sehr, hier vor Ihnen sprechen zu dürfen. Zuerst möchte ich Ihnen den Text einer kleinen Postkarte erzählen, den wir nicht von einem Kind bekommen haben, sondern von einem Erwachsenen.
einer älteren Dame. Sie schreibt, vor einigen Tagen sagte unser Enkel, aber die Düsenjäger können hier doch gar keine Bomben abwerfen. Die sehen doch, dass hier Kinder spielen. Und schrieb dann drunter, denken die Verantwortlichen denn nie drüber nach, wie wir den Kindern diesen Wahnsinn erklären können. Aber wie erklärt man das? Man müsste dem Kind, wenn man die Wahrheit sagen will, ja, das stimmt. Die Düsenjäger können sehen, dass sie Kinder spielen. Aber denen ist das egal. Ich möchte jetzt erzählen, wer Giesbert ist. Giesbert ist eine ganz kleine Gruppe von Leuten. Eine Bürgerinitiative, die sich hat als Verein eintragen lassen, die als gemeinnützig anerkannt worden ist. Aber ganz, ganz wenige. Wir sind ein knappes Dutzend Leute. Der Verein wurde gegründet 1982, im Dezember 82, und zwar um den Traum eines ausgestiegenen Rüstungsindustriellen zu verwirklichen. Dieser Mann heißt Bernard Benson, ist Engländer und hatte Ende des letzten Weltkrieges, hoffentlich wirklich des letzten, für sein Land die sogenannte den Wärmesuchkopftorpedo erfunden, der also selbst sein Ziel finden kann und hat damit die Basis gelegt für die Entwicklung sich selbst lenkender Atomraketen. Er hatte dann, wie gesagt, ein großes Unternehmen für Rüstungselektronik, ist dann 62 ausgestiegen und hat sich seitdem nur der Friedensarbeit gewidmet und hat ein gigantisches Projekt entwickelt, nämlich über 300 Kinder, zwei aus jedem Land der Erde, fliegen gemeinsam in einem schneeweißen Flugzeug mit Namen Peacebird zu den Starships der Supermächte und bitten sie vor den Augen der gesamten Weltöffentlichkeit um Abrüstung. Und Benson glaubt, die können dann nicht Nein sagen, weil eine weltweite Bewegung entstehen wird. Und sie werden Zusagen geben müssen, weil man mitten von Kindern nicht so einfach vom Tisch kriegt. Mich hat dieses Projekt sehr fasziniert und ich habe sofort Freunden davon erzählt und wir haben beschlossen, eine Gruppe zu gründen, die dieses Projekt mit vorantreiben will, zusammen mit anderen Freunden im Ausland von Bernard Benson. Herr Damano, können Sie sich vorstellen, mal rechts von dir her bei vielleicht? Ja, das ist doch prima. Ja, ja, ja. Jetzt kommt doch hierher. Ich muss doch nicht auf den Weg gehen. Ja, ich schlage vor, dass meine Damen und Herren, das ist mal eine andere Ausstellungseröffnung. Diese Ausstellung wird also eröffnet von einem Mädchen, das uns auch einen Brief geschrieben hat. Ja, und ich möchte jetzt stellvertretend für die ganzen Kinder, die also Briefe mitgeschrieben haben, meinen Brief vorlesen. Lieber Herr Gorbatschow und lieber Herr Reagan, in diesem Brief möchte ich Sie ganz herzlich darum bitten, dass Sie doch endlich mit dem ständigen Aufrüsten aufhören. Das ist doch alles so sinnlos. Warum stellen Sie denn immer noch mehr Waffen her, sodass Sie mittlerweile das ganze Leben auf der Welt damit zerstören können? Etwa weil Sie den Krieg wollen? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann nicht glauben, dass irgendein Mensch auf der Welt wirklich Krieg will. Ich glaube eher, dass sie nicht genug Vertrauen zueinander haben und deshalb nicht sofort mit dem Abrüsten beginnen. Das finde ich aber schlimm, denn schließlich ist Vertrauen die wichtigste Voraussetzung für ein gutes und menschliches Verhältnis. Nun soll eine Welt zerstört werden, nur weil zwei Menschen nicht genug Vertrauen zueinander haben? Denken Sie dabei doch auch einmal an uns und die folgenden Generationen. Wir möchten auch noch ein wenig auf dieser Welt leben und das ohne Angst. Wissen Sie eigentlich, wie das ist, wenn man nachts vom Krieg träumt? Ich habe schon des Öfteren vom Krieg geträumt. Und wenn ich dann am nächsten Morgen aufwachte, war ich umso glücklicher, dass alles nur ein Traum gewesen ist. Sie wollen doch sicherlich auch nicht so bald an den Folgen einer Atombombe sterben, oder? Warum rüsten Sie dann nicht einfach ab? Mit dem gesparten Geld können Sie dann sogar noch vielen Menschen helfen, indem Sie zum Beispiel Hilfsgüter in die dritte Welt schicken. Also abschließend noch einmal meine eindringliche Bitte an Sie beide.
Frieden auf der ganzen Welt. Ich glaube, dass das nicht nur eine Bitte von mir allein ist, sondern dass auch noch viele andere Kinder die Bitte haben, die es auch in den Briefen ausgedrückt haben. Ja, mit diesem Brief möchte ich auch nochmal ausdrücken, dass ich ganz doll hoffe und wünsche, dass die ganzen Briefe einmal an Herrn Reagan und Herrn Gorbatschow übergeben werden, das möglichst bald, dass sie dann noch eine Stellungnahme dazu nehmen. Und damit möchte ich dann auch hiermit die Eröffnung der Ausstellung ansagen. Ja. Ja, vielen Dank, Mirja. Jetzt werden die Kinder in den Vorraum gehen, werden dort diese beiden großen Briefe in Englisch und in Russisch geschrieben auf ein Pult legen und beim Hineingehen in den Saal, nachdem wir uns die Ausstellung angesehen haben, würde ich dann darum bitten, dass auch Unterschriften unter diese Briefe noch gesetzt werden. Ich verstehe es nicht. Zum internationalen Jahr des Friedens erklärt worden in der Absicht, dadurch die Bemühungen um eine friedliche Entwicklung in der Welt, um Rüstungsstopp und Abrüstung zu fördern. Leider haben sich diese Hoffnungen nicht bewahrheitet. 37 Kriege für das Ereignis, das Ergebnis einer kritischen Bilanz, die Anfang Dezember auf einer Tagung des Österreichischen Instituts für Friedensforschung und Friedenssicherung aufgestellt wurde, gab es allein im vergangenen Jahr, im Jahr des Friedens. Es ist ein Wahnsinn, wenn sich nach den Prognosen der UNO die jährlichen Rüstungsausgaben der Welt inzwischen dem astronomischen Betrag von 1.000 Milliarden Dollar nähern. Das sind fast 2 Millionen Dollar pro Minute, Tag und Nacht. Während es auf der anderen Seite nicht möglich ist, zum Beispiel den 20 am schlimmsten von der Trockenheit betroffenen Ländern in Afrika, die für ihr Überleben für ein Jahr erforderlichen 1,5 Milliarden Dollar zur Verfügung zu stellen. Der Frieden und Abrüstung will, das sind nahezu alle Menschen auf der Welt, ganz gleich wo sie leben, für den ist es unerträglich, wenn es heute auf der Welt pro Kopf der Bevölkerung mehr Sprengstoff als Nahrungsmittel gibt und wenn sich die großen Mächte gegenseitig mindestens 20 Mal umbringen. Übersteigt unser Vorstellungsvermögen, wenn heute bereits die nuklearen Potenziale, die im Osten und im Westen angehäuft wurden, ausreichen, um 1,7 Millionen Mal den Schrecken und das Grauen zu verbreiten, das Hiroshima am und nach dem 6. August 1945 erleben musste. Auf der anderen Seite müssen zur gleichen Zeit Tag für Tag 40.000 Kinder auf der Welt an Hunger oder heilbarer Krankheit sterben, weil das nötige Geld für Nahrung, für Medikamente fehlt. Wenn ich dies später anwesend hier auch für unseren Treffen anspreche, ein Treffen zu der Kommunalpolitiker und Mitarbeiter der kommunalen Verwaltung aus Städten, Gemeinden und Kreisen zusammengekommen sind, dann deshalb, weil ich meine, dass Abrüstung, dass Frieden ein Thema ist, das alle angeht und weil sich hier vertretene Kommunen deshalb dem Appell Hiroshima und Nagasaki angeschlossen haben. Leider hören wir zu oft das Argument, Friedenspolitik ist Außenpolitik, ist Sicherheitspolitik, sich gegen atomare Rüstung wehren, das sei Sache der Regierungen, das sei ausschließlich Sache der Regierungen.
Das ginge die Städte, das ginge unsere Vertretungskörperschaft nicht an. Ich empfinde eine solche Diskussion für schlimm. Es geht bei diesem Thema nicht um Rechtsfragen. Es geht nicht darum zu klären, wo die rechtliche Zuständigkeit liegt. Es geht um die elementarsten Regeln des menschlichen Zusammenlebens. Menschen, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Menschen leben in unseren Städten. Sie arbeiten dort, verbringen dort ihre Freizeit und sie müssen dort sterben, wenn Kriege die Städte und Dörfer verwüsten. Deshalb ist die Frage der Vernichtung aller Kernwaffen, die Forderung nach einem weltweiten Rüstungsstopp und auf einen Weg hin zu konkreten Abrüstungsschritten zu kommen, ein Thema, das gerade die Städte und Gemeinden angeht. Aktive Friedenspolitik, Politik, die das Ziel verfolgt, von den Gefahren der weltweiten Rüstung zu warnen, weil möglichst vielen Menschen das Bewusstsein dafür zu wecken, dass ein Umdenken notwendig ist, die kann auch geleistet werden, ohne dass dafür eine rechtliche Zuständigkeit besteht. Ich will deshalb gar nicht die Frage stellen, welche rechtlichen relevanten Beschlüsse kommunale Vertretungskörperschaften in diesem Zusammenhang fassen dürfen, um in Auseinandersetzung gerade auch mit ihren Aufsichtsbehörden zu bestehen. Das wird ja im Verlauf der weiteren Tagung auch ein besonderes Thema sein. Rechtlich ist sicherlich weitgehend unbestritten, dass Kommunen keine direkten Zuständigkeiten und Befugnisse haben, wenn es um Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik geht. Aber ein Engagement im und für das Hiroshima-Bündnis hat ja auch Anlass und Veranlassung gegeben zu Beanstandungen in einzelnen Bundesländern. Städtepartnerschaften, und das ist mein Thema, sind ja nicht zuletzt auch entstanden aus den schrecklichen Erfahrungen hier in Deutschland nach den beiden Kriegen, sondern nach dem letzten Krieg und aufgrund des Wunsches, dass ich so etwas nicht nur einmal wiederholen darf. Städtepartnerschaften verfolgen die Idee, durch Kontakte und Verbindungen, durch gegenseitiges Kennenlernen und durch Zusammenarbeit über Grenzen hinweg einen Beitrag zu leisten, dass sich die Menschen besser verstehen und dass die zwischen ihnen bestehenden Unterschiede zwar nicht abgebaut, aber doch überbrückt. Kennen diese Engländer, was meine ich auch heute noch bedeuten kann. Sie kamen hierher und sagten, der bloß niedergeworfene Feind kann wieder auferstehen, aber der Versöhnte ist wahrhaft überwunden. Ich glaube, das ist etwas, was wir wollen mit unserem Bündnis und was wir auch wollen mit Städtepartnerschaft. Aus dieser beispielhaften, für die damalige Zeit sicherlich sensationellen Aktion, entstand eine enge städtepartnerschaftliche, ja freundschaftliche Verbindung, die inzwischen auf 40 erfolgreiche Jahre zurückblicken kann. Das ist übrigens die älteste Städtepartnerschaft zwischen einer deutschen und einer britischen Stadt, ich meine sogar die älteste Städtepartnerschaft, die es überhaupt gibt zwischen deutschen Städten und Städten in anderen Ländern. Das haben wir jetzt, ich sage es in Anführungsstrichen, um in den Landen bis zum letzten Bühnenarbeiter in Bose und umgekehrt war es genauso. Die meisten haben in Familien gewohnt und gelebt während ihres Aufenthaltes. Das ist, glaube ich, etwas, was wirklich praktizierte Partnerschaft ist. Unsere jüngste Partnerschaft, der Anlass unserer Zusammenkunft, ist Hiroshima, ja diese Partnerschaft seit 1983. Diese Partnerschaft ist nicht von oben aufgesetzt worden, sondern sie entstand aufgrund langjähriger Kontakte, regelmäßiger gegenseitiger Besuche und Begegnungen zwischen Jugendlichen aus Hannover und Jugendvertretern aus Hiroshima. Sie haben also die Grundlage gelegt für diese Partnerschaft. Wir haben, liebe Kolleginnen und Kollegen, seit 1969 einen Jugendaustausch zwischen Hiroshima und Hannover. In einem Jahr kommen 20 Jugendliche aus Hiroshima zu uns, im Jahr darauf fahren 20 Jugendliche aus Hannover nach Hiroshima. Mittlerweile gibt es einen Erfahrungsaustausch und Kontakte auf vielen Ebenen, im Sport, im kulturellen Bereich, auf medizinischen, auf wirtschaftlichen Gebiet. In unserer medizinischen Hochschule sind fast regelmäßig ständig Professoren aus Hiroshima umgekehrt genauso. Ja, es ging so weit, dass wir einen Mitarbeiter unserer Stadtverwaltung nach Hiroshima schickte. Dieser Mitarbeiter hatte
zufällig auch eine Fußballlizenz für eine A-Lizenz und hat dann für ein Jahr dort in die Orangemann in den Schulen Sport unterrichtet und insbesondere Fußball dabei unterrichtet. Es hat sich also nicht nur diese Partnerschaft entwickelt auf dem Gebiet der Friedenspolitik, sondern es ist eine Partnerschaft praktisch wie jede andere auch. Natürlich unter dem Erschwernis der weiten Entfernung und der Kosten. Aber diese Partnerschaft ist eben mehr. Es ist nicht nur ein Erfahrungsaustausch, sondern diese Partnerschaft bedeutet für uns natürlich auch eine Verpflichtung, als Stadt dafür einzutreten und dazu beizutragen, dass sich das, was die Menschen in Hiroshima, aber auch in Nagasaki erlebt haben, nirgends auf der Welt zu keinem Zeitpunkt jemals wiederholen darf. Fast 42 Jahre sind inzwischen vergangen, seit der Zweite Weltkrieg zu Ende ging. Was ein neuer Krieg bedeuten würde, das hat Bertolt Brecht am historischen Beispiel Karthagos verdeutlicht. Karthago führte drei Kriege und war nach dem dritten nicht mehr auffindbar. Was ein Atomkrieg bedeutet, das haben die Bürgerinnen und Bürger unserer Partnerstadt Hiroshima am 6. August 1945 in unvorstellbarem Grauen erfahren. Um 8.15 Uhr explodierte an diesem Tag über Hiroshima in 500 Meter Höhe die erste Atombombe. Wir können dazu beitragen, dass die Möglichkeit einer solchen Politik ihren Bürgern bewusst wird. Diese Partnerschaft, die das Kennenlernen zwischen Menschen aus unterschiedlichen Ländern, das Entstehen von Freundschaften zwischen ihnen fördern, durch die das Vorhandensein ähnlicher Interessen, aber auch gleichgelagerter Probleme aufgezeigt und zur gemeinsamen Suche nach Lösungsmöglichkeiten angeregt wird, sind hierzu ein idealer Beitrag. Partnerschaft, die Hannover mit Hiroshima verbindet, bedeutet deshalb für uns heute, alles in unserer Kraft Stehende zu tun, und nicht nachzulassen in unseren Bemühungen, dem Rüstungswettlauf Einhalt zu gebieten und damit in Europa zu beginnen. Atomraketen bedrohen die Menschheit überall, ganz gleich, wo sie aufgestellt werden, ob es sich dabei um Pershing 2, Kurzmissile-Raketen hier in der Bundesrepublik und in den anderen westeuropäischen Staaten handelt, oder ob es um die SS 2022 und wie die Raketen alle heißen mögen, in der Sowjetunion und die nun in der Folge entwickelten neuen Raketen, der Kurzstreckenraketen, die in der DDR oder in anderen Staaten des Warschauer Paktes aufgestellt worden sind oder werden sollen. Verringerung der vorhandenen Raketenpotenziale im Abbau ist in jedem Fall der Entwicklung der Erprobung zweifelhafter Defensivsysteme vorzuziehen, die eine Ausweitung der Rüstung in den Weltraum bedeuten. Deshalb ist Hannover der von Hiroshima und Nagasaki ins Leben gerufenen Aktion zur Solidarität der Städte mit dem Ziel der vollständigen Abschaffung von Atomwaffen ja 1983 beigetreten. Wir haben 1983 im Verwaltungsausschuss unserer Stadt einstimmig mit den Vertretern aller Parteien, SPD, CDU, FDP und den Grünen, einen solchen Beschluss gefasst. Hiroshima hat drei Partnerstädte, die es hier gab. Vor unserem Partnerschaftsabkommen waren es zwei, Honolulu wegen Pearl Harbor, Volgograd, früheren Stalingrad und Hannover. Nach wenigen Wochen gibt es eine weitere Partnerschaft mit Chongqing in der Volksrepublik China, aber es ist für Hiroshima nicht möglich, mit allen Städten eine Partnerschaft einzugehen, mit allen Städten in der Welt, die für Frieden und Abrüstung sind. Und deshalb ist dieser Solidaritätspakt gegründet worden von Hiroshima und Nagasaki. Wir freuen uns darüber, dass nicht zuletzt auch aufgrund dieser Initiativen und unserer Briefe an die Städte in der Bundesrepublik Deutschland inzwischen, und das ist der aktuelle Stand, es werden fast Tag für Tag Städte mehr, es kommen weitere Städte und Kreise hinzu. 65 Städte, Gemeinden und Kreise mittlerweile allein aus der Bundesrepublik Deutschland Mitglied geworden. Weltweit sind es 150 Städte aus vielen Ländern, aus allen Kontinenten, aus beiden militärischen Blöcken, die die Zustimmung in den Zielen dieses Solidaritätspaktes erklärt haben. Ich meine, die Opfer von Hiroshima und Nagasaki haben nur dann nicht umsonst gelitten, wenn wir uns endlich von ihrem wahnsinnigen Schicksal erschüttern lassen
wenn wir das Versprechen, dass die Überlebenden der atomaren Katastrophe in Hiroshima den Opfern gegeben haben, das auf dem Mahnmal im Friedenspark in Hiroshima steht, endlich einwilligen. Schlaf ruhig. Wir begehen nie wieder diesen Fehler. Wenn wir daran denken, wenn wir die Städte auch in der Bundesrepublik und in anderen Teilen der Welt zusammenführen zu dem Solidaritätspakt, dann glaube ich, können wir auch aus den Städten heraus die Bürgerinnen und Bürger einen wichtigen Beitrag leisten, der führt zu einer Ächtung, zu einer Vernichtung aller atomaren Waffen, der auch Schluss macht mit den ständig sich wiederholenden Kernwaffenversuchen, die in unserer Welt stattfinden. Ich bedanke mich sehr für die Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir Zeit darüber haben, über dieses Referat, über diese Ausführungen, über die anderen Themen noch genügend zu diskutieren. Dokumentiert in Grossmeyer, der Mensch vor dem Unrecht. Ich glaube nicht an das Recht des Stärkeren, an die Sprache der Waffen, an die Macht der Mächtigen. Doch ich will glauben an das Recht des Menschen, an die offene Hand, an die Gewaltlosigkeit. Ich will nicht glauben an Rasse oder Reichtum, an Vorrecht oder Privilegien, an die feststehenden Ordnungen allein. Doch ich will glauben, dass alle Menschen wirklich Menschen sind und dass die Ordnung des Unrechts wirklich Unordnung ist. Ich glaube nicht, dass ich Unterdrückung bekämpfen kann, wenn ich irgendein Unrecht bestehen lasse. Doch ich will glauben, dass das Recht ungeteilt ist hier und dort und dass ich nicht frei bin, solange noch irgendein Mensch Sklave ist. Ich glaube nicht, dass Liebe, Selbstbetrug, Freundschaft unzuverlässig und alle Worte Lüge sind. Doch ich will glauben an die Liebe, die erträgt, an die Offenheit und das Vertrauen zueinander und an ein Wort, das wirklich sagt, was es sagt. Shalom. Vielen Dank, Herr Gerde, für die Ausführungen. Sie haben versucht, die Opposition heraus Frieden übergreifend darzustellen, darzulegen, das zu einzuführen, zu übertragen auf den Schul- und Jugend- und Freizeitbereich. Daher möchte ich Ihnen vorschlagen, dass, falls es zu diesem Vortrag von Herrn Kutterfacke Nachfragen gibt, dass wir jetzt die Möglichkeit haben sollten, Fragen dazu zu stellen und dann morgen in der Veranstaltung nicht mehr teilnehmen können, dass diese Nachfragen jetzt stellen, dass wir versuchen, dafür mit einem Zeitraum von 10 Minuten einzuplanen, dann eine kurze Pause machen und dann mit den weiteren Fragen fortzufahren. Darf ich fragen?荒木市長が2月に市長選挙が実施されるため出席できませんので代わりに私が出席することになりました。本日ここハノーバー市におきましてドイツ連帯都市会議が開催されますことを心からご了承申し上げますと、広島市長に代わり核兵器廃絶に向けての都市連帯推進計画についてお話しさせていただく機会を与えていただき心から感謝申し上げます。Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass die deutsche Solidarität steht, Konferenz heute hier in Hannover stattfindet und ich bin dafür sehr dankbar, dass ich statt des Oberbürgermeisters der Stadt Hiroshima eine Rede über das
Programm zur Förderung der Solidarität der Städte mit dem Ziel der vollständigen Abschaffung von Atomwaffen halten darf. Leider kann Herr Oberbürgermeister Alaki an dieser Konferenz nicht teilnehmen, denn er muss sich auf der Oberbürgermeisterwahl vorbereiten, die im kommenden Februar stattfinden wird. さて、今日決まっている核兵器をめぐる国際情勢は、各超大国である米ソ両国を中心として、相互に不信と対立を募らせ、核抑止と均衡の名のもとに、1970年代以降、ますます核軍拡競争を激化させ、核兵器の製造と蓄積配備を行う一方、中性子爆弾という恐るべき核兵器の開発をも進めております。近年はヨーロッパ地域において相互が核ミサイル SS-20、パーシング2を配備し合い、極東地域においてもこれらの配備をめぐってさまざまな動きが見られるなど、まさに地球は核兵器によって埋め尽くされようとしております。Wenn wir die gegenwärtige Weltsituation um die Kernwaffen betrachten, dann sehen wir, dass Misstrauen und Friedenschaft zwischen den USA und mit SSR als die größten Atome aufgerüsteten Ländern in der Welt sich immer mehr steigern. Sie gewähren zwar von Abschaffung und Gleichgewicht der Kernwaffen, aber sie rüsten immer heftiger Atome um die Wette. Sie wollen immer mehr Kernwaffen produzieren, speichern und aufstellen. Außerdem entwickeln sie eine neue, grausame Kernwaffe, die Neutronenwaffen. In den letzten Jahren haben die beiden Länder die Atommissiles SS-20 sowie die Phasen 2 in Europa aufgesetzt. Und nun versuchen sie noch dazu, sie auch in Ostasien einzusetzen. Die ganze Welt würde wirklich mit Atomwaffen gedeckt werden. しかも最近では核軍拡競争は宇宙空間にまで拡大されつつあり、人類は破滅への道を歩んでいると言っても過言ではないでしょう。核戦争3分前という科学者の警告はまさしく地球の危機的様相を示すものであります。 Heute weigert sich die Atomauflösungskonferenz ins Weltall aus. Es ist keine Übertreibung, dass die Menschheit sich selbst den Untergang herbeiführt. Die mahnenden Worte der Naturwissenschaftler1945年8月6日、広島は人類史上最初の原子爆弾によって壊滅いたしました。これは当時最大の爆撃機 B-29、この爆撃機は TNT 爆弾を5トン積載することができたのですが、その B-29 約3000機が一度に飛んできて一斉に投下した TNT 火薬15キロトンのエネルギー量に相当するものでした。世界最初の原子爆弾の強烈な熱線香が広島の市街地を火と敷いているものを焼き尽くし、縮こゆるガス、轟音は天をつき、広島は瞬時に惨憺たる死の街と化しました。また広島被爆の3日後の1945年8月9日、長崎市も広島と同じように爆の原子爆弾に廃墟と化したのであります。Die mahnenden Worte der Naturwissenschaftler, die jetzige Weltsituation sei 3 Minuten vor dem Atomkrieg, drückt genau die kritischen Zustände unserer Erde aus. Am 6. August 1945 war die Stadt Hiroshima durch die Atombombe-Explosion, die Menschheit zum ersten Mal erlebt, total vernichtet. Die Explosionsenergie dieser Atombombe war fast gleich mit der hätte entstehen können, wenn etwa 3000 B-29, der damalige größte Bomber, je Tonnen TNT-Pulver auf einmal abgeworfen hätten.
im Moment der Explosion entstanden, die stärksten Hitze- und Lichtwellen, die alle Lebenswesen verbrannten und der schrecklichste Donner. Die Kernwaffenkatastrophe legt die Stadt Hiroshima augenblicklich in Schutt und Asche. Hiroshima では 35 万人、長崎では27万人に及ぶ市民が被爆し、即死者及びその後4ヶ月間に死亡した者は実に広島では14万人以上、長崎では7万人以上に達しました。今日かろうじて生き残った被爆者は、ケロイドや白血病、悪性腫瘍などの後障害によって身体的に、精神的に、また社会的にも今なお、悩まされ続けているのであります。1986年3月31日現在、広島には11万2871人の生き残った被爆者がおります。長崎には7万2502人、日本全国では36万5925人の被爆者がおります。Circa 350.000 Menschen wurden Atombombenopfer. Über 140.000 von denen waren auf der Stelle bzw. in 4 Monaten tot. Die Überlebenden leiden immer noch körperlich, geistig sowie gesellschaftlich unter den Spätschaden, zum Beispiel Keloid, Leukämie und Krebs. Nach den Daten vom 31.03.1986 beträgt die Zahl der Überlebenden in Hiroshima 112.871, in Nagasaki 72.502, im ganzen Japan 356.925. 現在開発されている核兵器に比べれば、広島に投下された原子爆弾は時期にも等しいものでありますが、その恐るべき破壊力と残虐性は核戦争の終末を予知。Dass alle Menschen auf der Erde friedlich koexistieren können und dass sich der richtige Weltfrieden ermöglichen kann. 核軍拡競争の現状は、広島の悲劇を顧みない人類の愚かしさを示しております。この愚かしさを現代文明の犠牲をもって告発し、核兵器廃絶への国際的エネルギーを構築していかなければならないと思います。核兵器廃絶への国際的エネルギーの構築ということは、言い換えれば核兵器廃絶のための草の根市民の盛り上がりということになりますが、市民の一人一人が平和への役割を分担し、努力を積み重ねることは何よりも不可欠であります。 Die gegenwärtige Weltsituation der Abrüstungskonferenz spiegelt die Dummheit der Menschen wider, die nichts von der Hiroshima-Krieg lernen wollen. Mit anderen Worten müssen wir die Bürgerinitiative gegen die Kernwaffen anpassen lassen. Das muss sich jeder Bürger irgendeine Rolle spielen für den Frieden und sich täglich darum zu bemühen. 世界の人口の 70% は都市に住んでおります。皆さん、ひとたび核戦争を起これば、都市がその標的となります。最も多くの被害を受けるのは都市であり、そこに住む市民であります。このため、志を同じくする都市とが連帯し、現代におけるこの凄惨を極める核戦争を防止しなければなりません。Wer die meisten Schäden erleiden muss, das sind die Städte und ihre Bevölkerung, wenn es einmal zum Atomkrieg kommt. Ich bin der Meinung, dass der ewige Weltfrieden nicht nur durch die Verhandlungen und Bemühungen der Staaten realisiert werden kann, sondern auch durch die Solidarität der Städte. こうした現地に立って広島市その ersten Mal die Idee einer Solidarität der Städte vorgeschlagen。広島は心を同じくする世界の都市が互いに連帯することを呼びかけます。
都市と都市とが国境を越えて人種の猛烈な連帯に対し共に核兵器廃絶への道を切り開くことは核自体の新しい平和秩序の確立に大きな力になることは疑いありませんと訴えたのであります。Er hat nämlich gesagt, Hiroshima schlägt die Solidarität der Stadt Städte vor, die nach gleichem Ziel streben sollen. Es kann ohne Zweifel die Verwirklichung der friedlichen Ordnung der Welt im Atomzeitalter fördern, wenn die Städte aus allen Ländern trotz allen politischen und rassischen Unterschieden mit dem Ziel der vollständigen Abschaffung der Atomwaffen zusammenarbeiten wollen.これを具体的に実施するため、広島市長は長崎市長とともに、1983年1月20日、まず23カ国72都市に核兵器廃絶に向けての都市連帯推進計画への参加を呼びかけました。Um diese Idee zu konkretisieren, warten der Oberbürgermeister Hiroshima und der Oberbürgermeister Nagasaki am 20.01.1986 zuerst 72 Städte aus 23 Ländern um Teilnahme am Programm zur Förderung der Solidarität der Städte mit dem Ziel der vollständigen Abschaffung von Atomwaffen.
Wir haben uns versammelt in einer Ruine des Krieges, um zu gedenken und uns zu erinnern an das, was Menschen zerstören können und daran, dass der moderne Krieg keine Unterschiede macht zwischen Häusern und Kirchen, Soldaten und Zivilisten, Kindern, Frauen und Männern. Eine Kirche, ein Gebäude, das zerstört ist, mahnt, nicht zu vergessen. Eine Kirche, die zerstört ist, sie gibt auch den Blick frei. Den Blick nach oben in den weiten Raum, der uns umgibt und den wir nicht gemacht haben. In dem wir leben auf der kleinen Erde, die uns Menschen anvertraut ist. In die Ferne entlässt sie uns, in der Menschen leben und arbeiten. Eine Welt voller Sehnsucht nach Frieden. Fenster und Türen, die offen sind zum Leben mit anderen, miteinander. Ein Ort, der den Blick frei gibt auf die Glocke, die uns verbindet mit den Menschen in Japan, besonders in den Städten Hiroshima und Nagasaki. Ein Ort zum Nachdenken und Weiterdenken über uns hinaus. Dazu sind wir zusammen. Friede sei mit uns. So heißt es im 33. Psalm, die nach Gott fragen, werden es gut machen. Gottes Gerechtigkeit und Güte, Friede für die ganze Welt. Die auf Gewalt bauen, machen noch mehr kaputt. Die groß herauskommen wollen, bringen nichts, die es allen recht machen, verwaschen die Unterschiede und es bleibt, wie es ist. Die aber Frieden wollen, gehen vom anderen aus. Sie nehmen die Geschichte ernst und haben langen Atem. Sie machen sich nichts vor und behalten die Hoffnung. Sie können zugeben und verkürzen doch nicht das Ziel. Sie verstehen sich auf Güte, stecken Verdächtigung ein. So bringt Gott die Welt vom Tod zum Leben. Schall laut für Dorf und Stadt, schall laut für das, was Atem hat. Die Nachtigall mit ihrem Lied, der Mensch, der bald den Morgen sieht. Gott will die neue Welt, lädt ein in sein Zelt.
Der russische Dichter Jewtuschenko erzählte nach einer Reise durch die Bundesrepublik: Ich habe auch mit einem großen Grundbesitzer, mit einem Jäger gesprochen. In seinem Zimmer hingen lauter Geweihe. Ich sagte ihm, dass ich nicht gegen die Jagd sei, aber dass mir das Schießen unheimlich sei. Der Gutsbesitzer lachte mich nicht aus. Er dachte nach und sagte: Wissen Sie, Herr Jewtuschenko, das Geheimnis besteht darin, dass die Tiere, wenn man auf sie schießt, mehr oder weniger weit entfernt sind. Wenn dagegen mitunter ein Hirschkalb zu mir ins Haus gerät, so wird es mir vertraut und niemals werde ich auf es schießen können. Da dachte ich darüber nach, dass die Menschen oft vielleicht nur darum aufeinander schießen, weil sie weit voneinander entfernt sind. Sehr verehrte Gäste unserer Stadt und Mitbürger, Nähe ist viel und sicher ein wichtiger Schritt zum Frieden. Dazu sind sie beieinander, um Nachbarschaft, Partnerschaft herzustellen, Verbindungen zwischen Städten und Gemeinden über Grenzen hin. Frieden schafft nicht, das wissen wir heute, was Menschen auf Distanz hält. Raketen und Mauern, Grenzen im Denken und im Handeln. Darum werden im Krieg oft als erstes die Brücken zerstört. Und wenn ich Frieden in ein Tätigkeitswort übersetzen sollte, dann würde ich vom Brückenbauen sprechen. Brückenbauen heißt Frieden stiften. Die Erinnerung ist eine solche Brücke, sie ist nötig, weil das Vergessen der Vergangenheit die Zukunft belasten kann. Die Glocke aus Japan, hier in unserer Stadt am 6. August um 8.45 Uhr in jedem Jahr angeschlagen, schafft durch ihren Klang eine Brücke. Eine Brücke zur Vergangenheit und zum heutigen Hiroshima, nach Nagasaki und zu denen, die sich mahnen lassen und hinhören. Wer die Vergangenheit vergisst, ist verdammt, sie zu wiederholen. Wenn Menschen in Staaten, Städten und Gemeinden den Weg zueinander finden sollen, braucht es Brückenbauer. Brückenbauen auf allen Ebenen, durch Absprachen und Vereinbarungen, durch das, was wir an gemeinsamen Wollen in Formen fassen können, dadurch, dass wir Fremdheit überwinden durch Kennenlernen, Vertrauen schaffen durch Vertrautheit. Der Horizont der eigenen vier Wände, der eigenen Umbauen um Gottes Willen, um der Menschlichkeit Willen. Ich möchte Sie einladen zum Schweigen und zum Hinüberdenken, zu den Menschen in Hiroshima und Nagasaki, in Teheran und Bagdad, Kabul und Beirut, Washington und Moskau, Hannover und all den Städten und Orten, die hier vertreten sind. Lasst uns schweigen und verbunden sein mit allen Müttern dieser Welt, die um ihre Töchter und Söhne, Männer und Brüder fürchten, in Ost und West, in Süd und Nord. Lasst uns schweigen und beten um Frieden für die Welt.
Problem.
Probleme. Es gab Hinweise an Städte, dass es keine Zuständigkeit für die Städte dazu gab. Und es gibt aber, wie gesagt, Mitgliedsstädte aus Niedersachsen. Es hat seinerzeit Gespräche gegeben zwischen dem Innenminister Möglinghoff, Stadtdirektor von Hannover über die Frage, wie das in Hannover zu beurteilen ist. Das ist dann nicht beanstandet worden, was wir hier in Hannover machen, weil wir die Sondersituation des Bündnisses mit Hiroshima im Rahmen der Städtepacht. Ich muss auch sagen, dass Sie im Rahmen Ihrer kommunalen Zuständigkeiten keine solchen Maßnahmen unterstützen werden, weil Sie solche Möglichkeiten haben. Das ist nicht Science Fiction, so eine Erklärung, sondern die können ja etwa den Grundstückserwerb erleichtern. Sie können den militärischen Stellen, die da stationieren wollen, ob das nun die verbündeten Streitkräfte direkt sind oder ob das über den Bund geht, können Sie Grundstücke schenken, Sie können Ihnen Steuererleichterungen geben, Sie können sonstige Versorgungsleitungen sonst darstellen. Da gibt es eine ganze Menge. Es hat also Sinn, so eine Erklärung abzugeben, nicht nur symbolischen, plakativen. Und das ist alles zulässig. Was anderes ist aber, wenn eine Gemeinde beschließt, und solche Beschlüsse hat es auch ganz selten allerdings gegeben, in unserem Gebiet ist die Aufstellung verboten. Punkt. Die zuständigen Stellen sind davon zu unterrichten. Das ist eine andere Lage. Es kommt also immer sehr auf den Wortlaut an. Aber natürlich ist dieser Bündnisbeitritt mit diesem globalen Ziel wieder was ganz anderes. Beides ist, glaube ich, jetzt hier gar nicht zur Sprache gekommen. Beide Arten von Beschlüssen haben gar nichts zu tun mit einem Verfassungsgerichtsurteil vom 30. Juli 1958, auf das sich aber die Veranstalter und auf das sich auch das Verwaltungsgericht Ansbach immer berufen. Sie sagen immer, das Bundesverfassungsgericht hat das alles verboten, weil es nämlich gesagt hat, Gemeinden dürfen sowas nicht. Aber wenn man das schon oberflächlich liest, stimmt das alles gar nicht, denn der damalige Sachverhalt war ein völlig anderer. Da ging es nämlich um Volksbefragungen in einigen hessischen Städten mit der Fragestellung, ob die Bundeswehr Atomwaffen bekommen soll. Also eine völlig andere Frage, sowohl als die Dinge, die sich aufs Gemeindegebiet beziehen, als auch eine völlig andere Frage als diese globale Aktion dieses Solidaritätsbündnisses. Und ein Präjudiz, eine Verbindlichkeit, eine Verfassungsgerichtsentscheidung kann nur bei gleichartigen Sachverhalten entstehen. Das ist eine juristische Krankheit, vielleicht auch eine gewisse Trägheit, dass man sich auch dann auf Präjudizien beruft, wenn sie in Wirklichkeit gar keine sind. Vielen Dank. Noch eine Frage bitte an Herrn Professor Küchenhoff. Ja, bitte, wenn ich dann bleibe. Herr Professor Küchenhoff, in letzter Zeit wird bei uns viel von Menschenrechten geschrieben und gesprochen, insbesondere dann, wenn tatsächliche oder vermeintliche Verstöße im Ostblock vorkommen. Wie würden Sie den Erlass oder das Urteil dieses Bayerischen Verwaltungsgerichts gegen die Stadt Fürth betrachten oder beurteilen im Hinblick auf die Menschenrechte? Es handelt sich doch hier um eine Art von Maulkorb-Urteil, um dem Stadtrat und seinen Vertretern von Fürth zu verbieten, ihre Meinung zu äußern. Würden Sie darum nicht auch bei Anlegung eines strengen und objektiven Maßstabes, der für alle gilt, eine Verletzung der Menschenrechte erblicken? Also es gibt eine ganze Reihe von Gründen, warum dieses Urteil rechtlich keinen Bestand haben kann. Aber im Verhältnis von Gemeinden zu Zuständigkeiten des Bundes und des Landes, da ist die Menschenrechtsperspektive nicht richtig, weil sich die bezieht auf das Verhältnis des Einzelnen zur öffentlichen Gewalt auf allen Ebenen. Der Bürger hat als Einzelner und in seinen Gruppen Menschenrechte, Grundrechte gegenüber dem Staat, Bund, Land, Gemeinden, aber nicht umgekehrt und auch nicht haben Gemeinden und Bund zueinander diese Menschenrechtsperspektive. Ja, meine Damen und Herren, es war doch, darf ich bitte nur die eine offene Frage ist noch beantworten. Es war hier die Frage an Herrn Yamada gestellt, wie er das Fürther-Beispiel, ob es ähnliche Dinge wie das Fürther-Beispiel in Japan gibt. Ja. Dem ist ein ähnliches Verhalten wie das der bayerischen Staatsregierung in Japan nicht bekannt. Ist die Antwort. Danke. Herr Hoffmann. Ja, ich hätte ganz gerne mal gewusst, wie es so mit dem